Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Ficket hinein. Zurück bei Let's Play Knuckles Origins für Steam. Zur Zeit, dass wir auch mit Sonic 2 nun endgültig abschließen. Indem wir jetzt mit der schlimmsten Zone, der Metropolis Zone, anfangen werden. Hat die coolste Musik, aber wirklich das schlechteste Level-Design. Ja, das frustrierendste Level-Design überhaupt. Wer ständig hier irgendwelche Fallen und Gegner und Hindernisse hinter Ecken warten, auf die man nur schlecht reagieren kann. So, hier zum Beispiel, ja, zum Glück weiß ich das noch. Diese verdammten Walzen. Und wieder diese möchtigen Sterndus. Ich weiß ja, die haben andere Bezeichnungen, aber die sind garantiert inspiriert an Sterndus. Ich glaube, kam das erste Pokémon-Spiel noch vor Sonic 2 raus? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Das muss ich nochmal vergleichen, aber... Ne, ich glaube, das kam erst nachher raus. Warte mal, das sind Speere? What? Das wusste ich jetzt gar nicht, dass da Speere waren. Dass Speere auch noch im Boden sind. Gut, wir waren nicht schon mal den Weg gegangen. Gehen wir mal jetzt den Weg hier. Heilige Scheiße. Das habe ich jetzt auch nicht ge... What? Die lassen sich echt alles hier einfallen, um einen wirklich zu triggern. Jetzt bin ich schon wieder durch Walzen durchgerannt. Der hat mich beinahe wieder erwischt und ich wollte eigentlich unten mal durch lang gehen. Hier kommen keine Speere raus. Das war aber wahrscheinlich schon galt nur für diese eine Stelle hier. Oh man. So. Jetzt hat die Mutterschraube wieder nach oben zu schrauben. Boom. Ah, shit. Zu spät gesprungen oder was? Ach je. Ah. Oh komm. Diese blöden. Die Metropolis Zone ist einfach nur ein Triggerfest. Durch und durch. Aber ich weiß nicht. Irgendwie kann ich es auch fast noch wertschätzen, die Idee dahinter. Also, weil es auch irgendwie cool aussieht. Klingt ein bisschen komisch von mir, aber ich kann das fast schon wertschätzen. Auch wenn ich hier... auch wenn hier die Luzi abgeht. Sehr zu meinem Leid. So, bitte jetzt kein Stacheln! Ah! Oh, fuck! Ich glaube, ich sollte hier nicht gleiten, weil das Landen ist ein bisschen... schwierig. Oh Gott! Es ist auch noch nach oben ziel zu direkt. Ich denke mir so, haha, hier bin ich sicher. Und dann eher so, psych! Oh man. Ah ja, Metropolis Zone. Du kannst einen echt wahnsinnig machen. Aber wenn du noch so eine catchige Musik hast. Naja. Aber jetzt hoffe ich auch, dass ich hier den Final Boss mit Knuckles gut durchschaffe dieses Mal. Weil das war wirklich eine Katastrophe damals. Na gut, ich habe unendliche Leben hier in Jubiläumsmodus, also Game Over gehen kann ich eh nicht. Ich kann sie so lange versuchen, bis das es endlich klappt. Also, da kann nichts groß schief gehen. Ach. Außer, dass ich hier nicht durchkomme. Dass man hier keinen anderen Weg einschlagen darf. Wozu gibt es überhaupt den anderen Weg, wenn es eh nur eine Sackgasse führt? Dann kommt er eh nicht durch. Ah, nix da. So. Ein Schild for the win, wollte schon sagen. Ja, und da verlege ich es auch gleich wieder. Ah. Es ist doch zum Haare ausreifen hier. Okay, der war jetzt aber
da war es aber gut positioniert. Oh. 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 Okay. Das wusste ich jetzt auch nicht. Aber gut, ich hätte auf die Ringe achten müssen. Nein! Ich habe so befürchtet, dass ich dann noch zum Stachel rutsche. Oh. Arg! F.U. Oh, du bleib bitte deaktiviert, ja? Ach, bloß nicht auf. Oh. Doing. Oh no, oh no. Ruck. Da brauche ich mehr Anlauf. Sonst klappt das nie bei dem. So. Ist aber wirklich sehr zufriedenstellend zu sehen, wie dann seine... Wie dann sein verdammter Scheren... Also sein verdammter Stachelarm. Weil Scherenarm ist es ja nicht. Das ist ja... Es hat zwar eine Anspielung an einen Krebs, aber es ist was... Aber der, das ist eher ein Stachelarm und hat ja keine Scheren in dem Sinne. Eieiei. Wie soll ich den überwinden? Also hier ein No-Damage-Run. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Da muss man schon überwahnsinnig sein. Ah! Ich wollte mich noch in Sicherheit bringen. Der feuert sie auch wirklich sehr zu einem beschissenen Zeitpunkt ab. So sehr gezielt. So. Bloß rüber da und bloß weg da. Oh nein. Wie, ich komme da nicht hoch. Knuckles kann nicht hoch genug springen. Na, warte, das haben wir gleich. Ach komm. Komm runter, Tails. Komm runter. Jetzt komm hoch. Hm. Gut, der Response. Schön, aber leider. Ups, warum stirbt er da? Was ist da jetzt los? Hm. Das muss man wirklich gut anstellen, weil. Das ist echt schwierig. Ich muss da nochmal den Sprungknopf drücken, sonst geht das nicht. Und dabei würde ich aber gleiten und dadurch, komm jetzt, komm runter. Ach komm. Tails! So, jetzt schnell, 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 schnell. Nein! Boah, also diesen Trick hier auszuführen, weiß nicht. Oder vielleicht... Ich hätte es auch so machen können. Das war jetzt eine pure Zeitverschwendung. Nicht nochmal! Hindernisse überall an jeder Ecke! Richtig gemeine. Holy shit. Okay, so viel zu dem Act. Oh. Wird Zeit, dass das jetzt beendet wird hier. Wo ist was von? Kann bald nicht mehr. Diesen Blödsinn hier. Oh. Mit diesem Triggerfest. Ach. Muss er natürlich sein. Sowas nicht zu merken, ey. Also das ist wirklich nur für überaus wahnsinnige Spieler. Ich glaube nicht. Ich glaube, das muss schon auf dem Japaner-Niveau sein, weil wir wissen ja, die Japaner sind die besten, besten und wahnsinnigsten Zocker überhaupt. Hm. Das muss man ja auch denen lassen. Die wissen, wie es läuft. Ah.
Yes! Gott sei Dank. Überall Stacheln hier. Auch mal zu Super Knuckles werden, um das ein bisschen einfacher zu gestalten. Ah! Nope. Nicht mit mir. Ich, lass mich hoch da! Bitte geh da weg. Ja, danke. Schon sage ich nicht, dass das mich runterschiebt. Oh, was kommt da jetzt von unten? Das ist Tails. Oh mein Gott. Aber ja, ich bin froh, dass die TCR gefixt worden ist. Dann ist er auch praktisch Sonic 2 fast gefixt. Das einzige Problem, was ich hier feststellen muss, sowohl bei Sonic 1 als auch Sonic 2, ist ja zum Beispiel auch der Drop Dash, den man nicht mittendrin wechseln kann. Das geht nur bei Sonic CD und Sonic 3 und Knuckles. Das müssen sie auch nochmal patchen, aber ich wann jemals noch ein Patch kommt, weil das Spiel ist ja noch nicht komplett gefixt. Ich meine, zumindestens ein paar richtig große Probleme haben sie ja schon gefixt und das kann ich bewertschätzen, aber wie wäre es, wenn sie auch den Rest machen würden, vor allem nach so einem riesen Zeitabstand immer noch nichts patchen können, trotz der Tatsache, dass sie ja deutlich mehr Leute haben und mehr Budget als zum Beispiel Indie-Entwickler. Weil Indie-Entwickler wie Galaxy Trail zum Beispiel, ich sag's nochmal, Galaxy Trail hat ja bereits schon innerhalb einer Woche mindestens 8 oder 9 Patches rausgebracht. Und ich glaube, die bringen auch noch weiterhin Patches raus. Und das innerhalb einer verdammten Woche. Oh nein, das war jetzt nicht gut. Jetzt habe ich keine Ringe, jetzt kann ich hier sterben. Yep, es erwischt mich. Tja. Ich hab den Knuckles Power ein bisschen zu früh aktiviert. Aber gut, jetzt habe ich wieder Ringe. Jetzt kann ich es wieder versuchen. Das Timing ist auch wirklich krank. Okay. Aber je weniger da sind, desto besser müsste es fallen. So, und jetzt hier noch sein Laser. Das müsste man auch patchen, dass er da komplett an die Ecke geht, sodass man da nur angreifen kann, wenn er rauskommt. Ich weiß nicht, was sie daran hindert, noch mehr Patches rauszubringen. Ich weiß ja nicht, wie viel es überhaupt kostet. Keine Ahnung, aber das heißt drum. Weil Galaxy Trail ist ja nicht so schade, um das bei einem brandneuen Spiel wirklich so viele Patches wie nur möglich rauszubringen und zu gucken, dass das Spiel möglichst perfekt läuft. Weil, ja, von vornherein hat es ein paar kleine Fehler gehabt, aber ja, es war schon fehlerfreier als Sonic Origins, so viel kann ich schon mal sagen. Da gab es wirklich keine so großen Probleme. Tja. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das mit Frontiers aussehen wird. Weil das Spiel wird ja auch, so viel kann ich sagen, das Spiel wird ja auch gecrunched, leider Gottes, weil der Release wird ja auch nicht verschoben. Zumindest, was ich ja im Vergleich zu den IGN-Videos gesehen, also im Vergleich zum IGN-Videos gibt es ja schon bessere Builds, also da sind schon bessere Footage von deutlich besseren Builds rausgekommen, sprich man hat also mit IGN-Videos von vornherein veraltete Builds zuerst gezeigt mit IGN First, aber warum? Erstens mal, warum ausgerechnet IGN, beziehungsweise Sonic was never good IGN? Und zweitens, warum gibt man,
warum sorgt man dafür, dass sie uns nur ein sehr, sehr, sehr altes Footage geben, was wirklich sehr, sehr rau aussieht? Ganz ehrlich, weil die neueren Footages, die gezeigt wurden, waren deutlich mehr gepolished. Immer noch mit kleinen Macken, aber deutlich besser als das, was IGN uns gezeigt hat. Ich verstehe das nicht, weil... So funktioniert eigentlich Marketing nicht. Da sollte man wirklich von vornherein das Beste zeigen, was man zur Verfügung hat. Und ich komme zu den Gegnern gar nicht runter. Ja, Tails will nicht weiter absteigen, also gut, die muss ich leider leben lassen. Gut. Wing Fortress, das sind wir wieder. Und leider wird Tails abgeschossen und wir müssen erstmals alleine weitermachen. Nope. Nix da. Satz mit X war wohl nix. Ich könnte versuchen... Ja. Auf Kosten meines Schildes gehe ich zumindest mal schon mal hier hoch. Lass gut sein. So, dann sind wir jetzt hier oben. Haben wir eine kleine Abkürzung gemacht, ne? Muss man dann... Sonic 2 hier. Dass wir dann Sonic 2 bald beenden können. So sehr das Spiel auch liebe, so sehr ich großartig das Spiel auch finde, ja, das Ende triggert mich halt ein bisschen immer zu sehr. Deswegen, ja. Es ist gut, wenn ich das jetzt mal beende für eine Weile. Früher oder später will ich es vielleicht mal wieder zocken, aber jetzt ist mal wieder Ruhe damit. Ich will jetzt lieber zu meinem Lieblingsspiel wieder zurückkehren, also zu meinem Liebling unter den Classic-Titeln Sonic 3 & Knuckles. Da möchte ich öfters zurück als zu diesem Spiel. Ich habe wirklich nichts gegen Sonic 2 an sich. Ist wirklich auch ein ziemlich cooles Spiel. Im Großen und Ganzen ist ja auch in meinen Top 10 Sonic Games, aber ich kann einfach nicht der Meinung nachvollziehen, dass es... Der beste Classic-Titel überhaupt ist, weil das behaupten ja viele Fans. Leider. Okay, wo muss ich jetzt lang? Wo komme ich überhaupt... Hier komme ich gar nicht durch. Hier runter komme ich auch nicht. Was wollt ihr bitte? Oder muss ich... Ja, hier muss ich durch. Okay, okay. Schon verstanden. Sorry. Übersehen. Da mache ich so einen Scheiß hier. Ganz toll. Sowas kann mir auch nur mir passieren. Aber es ist wieder mal typisch ich. Oh. Ui. Vergessen, dass da auch noch solche schwebenden Monitore sind. Aber ganz ehrlich, die sehen sehr so unsauber platziert aus. Das hätte doch wenigstens auch Christian Whitehead auffallen müssen, als er diese Texan-Variante kreiert hat. Oh, hörst du mal auf zu ballern, du Blöde! Ich möchte gern... Mohun. Normalerweise sind wir es, die euch abballern. Ja. Habe ich ja auch immer so gern gezockt, diese Mohun-Spiele, alten Mohun-Spiele auf dem PC. Diese Mohun-Shooter, wo man einfach jedes Mal versuchen musste, einen Highscore zu erzielen. Das waren noch Zeiten. Kam davon auch mal ein Song raus, den ich auf einer alten Song-CD, bekannt als die Smash-CD, gehört habe. Weiß nicht, ob es immer noch diese Smash-CDs gibt, ob immer noch eine neue, ob immer noch weiterhin welche davon produziert werden. Weil generell CDs von aktuellen Musik-Hits werden natürlich weiter vor noch produziert, aber... Das würde mich mal interessieren, ob nach wie vor noch Smash kreiert wird. Weil darüber habe ich zum Beispiel dieses Gimme 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 Mohun auch gehört.
glaube von so einem, wie hieß der? Von so einem Fernsehmoderator. Ich glaube, war das Stefan? Nein, das war jemand anderes, ich weiß gerade nicht mehr wer. Aber es war jedenfalls, dieser Song war jedenfalls von so einem Fernsehshow-Moderator oder so. Gimme Mohun. I love some Hühner to shoot. Das war so ein urkomischer Song. Gimme Mohun. More Hühner make feel me good. Gimme more. Sowas war es. Oh mein Gott. So, rein da. Okay. Zeit es zu beenden, Schrottnick. Ja. Ja, und zu allerletzter, als ich Mohun gespielt habe, habe ich das noch auf dem Game Boy Color gehabt, weil ja, davon kam auch ein Mohun-Spiel raus und weil ich das so gemocht habe, haben natürlich meine Eltern mir auch ein Mohun-Spiel für Game Boy Color gekauft, weil... Sehr schön. Weil ich hatte ja auch, ich habe ja damals erstmals noch mit Nintendo's Handheld weitergemacht, nachdem ich nach meiner Mega Drive-Zeit... Und hört, die Superform wird aufgelöst hier während der Cutscene. Interessant auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, ob es vielleicht eine neue Endsequenz auch gibt. Ja, aber Mohun war schon eine lustige Spielserie, muss ich sagen. So, Zeit. Dann hat das mal für die Defect Zone. Oh, scheiße. Hab ein bisschen Angst. Aber... Ich muss mich dem stellen hier. Aufpassen, nicht dabei in den Stacheln rennen kann oder das. Oh, Mann. Ach. Das war ja Silver Sonic, ne? Es ist halt schwierig, die auseinanderzuhalten. Na, was mache ich denn? Drücke ich viel zu früh den Sprungknopf und ja, dann gleite ich nur, statt dass ich nochmal versuche anzuspringen. Lasse ich es bei 2 Treffern jetzt hier maximal, weil zu viel Risiko. Sehr schön. So, da springt er. Kann ich gleich in der Mitte bleiben? Ja, und jetzt. So, so viel mal zu dem. Jetzt der Death Egg Robot. Da kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Da muss ich einfach nur vorsichtig spielen. So. Jetzt, wo ich mit Knuckles nicht so hoch springen kann, kann ich auch nicht die Tricks da versuchen. Nee, das geht einfach nicht. Da sieht man es auch deutlich. Ich sollte wirklich aufpassen, dass ich diese extra Treffer versuche zu vermeiden. Oder geht es vielleicht? Nein, es geht nicht. Schade. Ach. Ich hab's versucht, aber. Ja. Scheiße. Nein! Ach komm! Okay, 3 Treffer dieses Mal. Nice. Ah. So, down. Ist auch wieder haarscharf. Lass mich durch. Ich hasse, dass das einfach immer noch schnell laufen kann. Dann hätten wir schon längst beenden können. Der wäre gar nicht erst zum Death Egg gekommen. Also Death Egg Robot gekommen.
Also der Extra-Trick funktioniert leider nicht. Ich muss es also so versuchen, wie ich es auch im Original-Let's Play versucht habe, beziehungsweise im Original-Sonic 2-Let's Play. Nicht mit Knuckles in Sonic 2. Ah, scheiße. Ich war zu weit entfernt. Nee, 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 versuch's nicht, versuch's nicht. Komm, lass es sein. So, das ist nur ein langsamer Prozess, aber passt schon. Hauptsache, ich kann garantiert Treffer hinzufügen. Und ich muss mir einfach nur richtig in Position stehen. Dann klappt es auch. Und es gibt ja keinen Timeout bei diesem Modus, also das passt schon. So. Sehr schön, und dann komme ich auch von den Armen weg. Ja, so kann es klappen. Jetzt konnte ich noch einen extra Treffer hinzufügen. So. So, mal nicht schlecht. Vielleicht gibt es ein gewisses Timing, mit dem es klappen kann, aber ich will es jetzt nicht riskieren. Sehr schön. Zwei feine Treffer wieder. Das muss nur so weitergehen. Sehr schön. Immer weiter so. Ich könnte auch versuchen, ins Rohr anzuspringen, aber ich habe Angst, dass ich trotzdem wieder durchglitschen würde. Ich glaube, das wurde in der Taxman-Variante gefixt, aber ich bin mir... Ich kann das nicht zu 100% bestätigen. Ich glaube, ich habe mal gesehen, wie dies jemand in Taxman-Variante gespielt hat und es trotzdem durchgeglitscht, dass es trotzdem noch enthalten war. Uff. So, komm, komm, komm. Okay, sehr schön. Ich dachte schon, ich wäre jetzt viel zu nahe dran. Ach, okay. Noch nicht alles, aber... Wir kommen voran, wir kommen voran. Ich wünschte, ich könnte hier Safe-Staten. Aber nein, wir machen das schön ohne Safe-States. Wir haben schon unendlich Leben, also das passt schon. Ja, komm, komm, komm! Knuckles ist kampfbereit. Ach, scheiße, ich hätte noch bleiben müssen. Der zweite Treffer jetzt vielleicht getan. Na gut, schauen wir mal, ob es der Treffer jetzt tut. Yes, baby! Das wär's. Puh. Aber ich glaube, es wird dieselbe Endsequenz geben. Nein! Ah, stimmt ja. Weiß nicht, ob das den originalen Knuckles in Sonic 2 auch so gewesen ist, aber ich glaube mal nicht. Mit Superform schwebt er runter. Damit haben wir es auch wieder geschafft. Ein drittes Mal Sonic 2 mit Knuckles. Und dieses Mal erfolgreich abgeschlossen. Anders als im Original Sonic. Anders als im Original Knuckles in Sonic 2. Das war wirklich furchtbar. Ich schäme mich nach wie vor ein bisschen darüber, dass ich das trotzdem noch hochgeladen habe. Aber ich habe es nachgeholt. Und geschafft. Als Entschädigung. Tja, ein schönes Bild. Sonic 2 ist schon wirklich ein großartiges Spiel. Ich kann es immer wieder sagen. Wirklich ein deutlich besseres Sequel als Sonic 1. Also, eine deutlich bessere Fortsetzung für Sonic 1. The End von Sonic 2. Na gut, aber es gibt noch eine Sache, die ich euch noch in Sonic 2 zeigen möchte, bevor wir dann ab dem nächsten Part zu Sonic 3 und Knuckles mit Knuckles übergehen. Beim Level Select habe ich nämlich noch was vergessen. Ich hoffe, ich weiß es noch, die Kombination. Aber dazu müsste ich das erstmals... Ja, das kann man nicht überspringen, die Credits, das ist das Problem. Ich wünschte, es gibt auch eine Möglichkeit, die Credits zu überspringen, aber es geht nicht. Warum bitteschön macht das? Warum macht bitteschön Sega nicht auch noch die Möglichkeit, das hinzuzufügen? Warum eigentlich ist das nicht in der Texan-Variante drin? Ach. Naja. Können froh sein, dass überhaupt die Texan-Variante drin ist. Und halt mit dem Drop Dash noch hinzugefügt, aber ich wünschte, die hätten noch mehr hinzufügen können. Naja.
Aber hätte, hätte, könnte, sollte, bla bla bla. Man kann sich jetzt halt nicht, es bringt halt jetzt aktuell nichts mehr, sich weiterhin darauf aufzuregen. Wir können jetzt nur hoffen, dass, wie gesagt, Frontiers es wieder regeln wird, dass wir wieder zumindest ein spaßiges Sonic-Spiel haben. Und dann hoffentlich kommt dann mal was raus, wo sie wirklich, weil wenn sie wirklich vorhaben, einen weiteren Adventure-Titel zu machen oder was ähnliches, Izuka möchte das ja ständig, also möchte das auf jeden Fall. Und dabei ist er natürlich ehrlich, aber dazu muss er es auch erstmal wirklich gut umsetzen können. Und dazu muss er auch erstmal gucken, dass er möglichst viele spielbare Charaktere wieder macht und sie auch gut umsetzt. Das heißt also nicht nur Sonic oder Shadow oder vielleicht ein Avatar oder so, sondern auch Tails, Knuckles, Amy, Cream, vor allem Cream, die, boah, die ist ja schon generell die ganze Zeit über abwesend seit ihrem letzten Auftritt. Wann war sie zuletzt noch überhaupt, hat sie überhaupt zu uns noch aufgetreten in Sonic Generations? Und seitdem ist sie gar nicht mehr da gewesen. Schon über 10, also 11 Jahre lang haben wir nichts von Cream mehr gehört. Oder gesehen. Abgesehen von den Sonic Forces Speed Battle. Von in einem Mobile-Spiel. Und vielleicht auch in einer Galerie von irgendwas. Ich glaube, bei den einen Mario und Sonic, bei den letzten Mario und Sonic, glaube ich, gab es ja auch einen Auftritt gehabt. Ja. Ja, ich glaube, so war es. Aber ansonsten haben wir nichts wirklich mehr von ihr gehabt. Sie ist wirklich sehr, sehr extrem unrelevant geworden und das wiederum triggert mich wirklich saumäßig. Weil das geht wirklich gar nicht. Weil sie hat auch wirklich Potenzial als Charakter. Okay, skippen. Kennen wir ja schon die Szene. Okay, gehen wir nochmal dorthin zurück. Komm jetzt. So. Ich hoffe, ich weiß noch die Kombination. Okay, liebe Leute. Der eigentliche Code für den Level Select hat er... Ja, habe ich total vergessen. Hat nämlich gelautet, dreimal nach oben, dreimal nach unten, rechts, links, rechts, links, rechts, also nochmal, dreimal nach oben, dreimal nach unten und dann links, rechts, ist das der Rington ertönt. Und es gibt ja noch etwas zusätzlich, das ich vergessen habe einzustellen, denn hier können wir, wie wir sehen können, können wir nur die Level auswählen und die Special Stage. Aber das wollen wir nicht, weil wir wollen auch was anderes zusätzlich bestimmen, das wir auch in Sonic 1 bestimmen konnten. Dazu drücken wir dreimal beim Soundtest die 0, 1, 2, 3. Und schon kommen wir noch in die zusätzlichen Spieloptionen, wo man zum Beispiel noch den Spieler bestimmen kann, ganz genau. Und die Items, also die Schilder, verschiedenen zum Beispiel. Die normalen Schilder oder die Elementschilder, die zusätzlich... Also die zusätzlichen Elementschilder oder gerandomized alles oder gleich alles gerandomized. Dazu noch, ob Tails fliegen kann oder nicht oder ob der Aircap drin sein sollte. So. Und dann müssen wir noch beim Soundtest die Nummer 7 eingeben und zu Special Stage gehen und wir kommen zur geheimen 8. Special Stage damit. Ich denke mal, dass es die ist, hoffentlich. Das heißt, ich muss Nummer 7 eingeben und dann Special Stage auswählen. Dabei dürfen wir einen einzigen Charakter ausgewählt haben. Und schon müsste es gehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die... siebte Special Stage. Upp. Ja, wirklich nur durch diese gut, das muss die 8. Special Stage sein. Aber die ist ja aufgebaut wie andere Special Stages, die ich kenne. Obwohl, da sehe ich schon Unterschiede. Das kann ich mich gar nicht mehr zurückerinnern. Uff, shit! Dein Fehler und das wär's gewesen. Hinter den Ecken noch Bomben dringe.
kombinieren. Ja, das ist wirklich die geheime 8. Special Stage. Da bekommt man natürlich jetzt nichts Besonderes, aber hier... Diesen Looping-Übergang, glaube ich, hat es auch nicht gegeben, wenn ich in den anderen Special Stages... Wenn ich mich nicht täusche, oh shit. Da habe ich jetzt Ringerei verpasst. Ich glaube, das werde ich jetzt nicht hinbekommen. Und ja, auch zu wenig Ringe. Ob ich das noch hinbekomme hier? Das dürfte schwierig. Oh shit! Nein, das ringe ich nicht mehr hin. Ah, die letzte Stelle ist... Ah! Da muss ich erstmal gucken. Nope. Das ging gehörig, gewaltig schief. Nee, so nicht. Ist ja wieder mal typisch. Ein Versuch direkt. Der erste Versuch, der erste Offscreen-Versuch und es klappt. Na gut. Eigentlich haben wir kein Chaos Emerald bekommen. Das war einfach nur stinknormaler Bonus hier. Aber. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Wollte ich auch nur zeigen. Na gut. Dann, liebe Leute. Im nächsten Part kehren wir wieder zurück zu meinem liebsten Klassiker Sonic 3 and K mit Knuckles. Und ja, da wird auch die Story anders sein, denn das spielt ja direkt nach den Ereignissen mit Sonic und Tails. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch darauf. Bis dahin, danke für Aufmerksamkeit und seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Beginner. Bis zum nächsten Part von Let's Play Knuckles Origins für Steam. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute. Und ja, falls ich es auch vergessen habe zu erwähnen, Daumen nach oben, Kommentar nicht vergessen, wenn es zu gefallen wusste. Und